So, schönen guten Tag, liebe Camper. Jetzt sind wir auf dem Kabelstand und wir haben Herrn Herold an unserer Seite. Herr Herold, der uns einmal den Aufbau des Kabelsystems erklärt. Sorry. Weil dieses Kabelsystem ist eigentlich ein sehr, sehr einzigartiges, wasserfestes, feuchtigkeits- und kälteunempfindliches System. Und da gebe ich mal lieber einmal an Sie ab, weil Sie können es das weitaus besser erklären, als ich das kann. Ja, okay. Schönen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, wenn man sich das mal etwas näher beschaut. Wir gehen von der Außenhaut, die ist Blech. Und wir haben eine Aluminium-Außenhaut und die ist auch bedruckt und die ist nicht folierte. Ah, okay. So, die Außenhaut von außen, wir haben Außenblech. Wir haben im Inneren eine hochdruckdichte Ecoprime-Füllung, die auch kein Wasser durchlässt oder aufnimmt. Mhm. Die Besonderheit bei Kabel ist dann, dass wir auch Innenblech verbauen, dass die Wärmeverteilung sich homogen verteilt, die durch die Konvektoren entsteht. Mhm. Dann haben wir eine, wie wir sagen, Tapete dazu. Das ist wie so ein feuchter, also wie so ein Teppich. Für die Stoffanlage. Auch wenn das Fahrzeug stillsteht, Kondenswasser mal, wenn es entsteht, aufgenommen wird und wieder abgegeben wird, wenn geheizt wird. Mhm. Der Dachaufbau ist auch aus Blech, Aluminiumblech. Und wir verkleben die mit einer Butylmasse, die Dachhaube, mit den Seiten und ziehen das überstehende Blech über die Kanten herüber, sodass überhaupt kein Feuchtigkeitseintritt möglich ist. Und dann kommt erst das Außenprofil drauf, was auch noch zusätzlich abdichtet. Mhm. Patentiert sind auch diese Profile, die wir hier sehen, die auch keine Kondenswasserbildung zulassen. Der Kabelaufbau ist ja grundsätzlich Doppelboden, wo unter dem Boden über eine Aldeheizung geheizt wird. So, interessant ist, diese Kabelkanäle, die sind von Kabel auch patentiert, die sind hier abgeschrägt. Jetzt muss man sich das so vorstellen wie in einem Wasserlauf. Wenn Verengung da ist, ist die Strömungsgeschwindigkeit etwas höher. Die Konvektoren geben die Wärme ab und hier entsteht hinter den Schränken ein Luftstrom, der wesentlich schneller durchs Fahrzeug geht und das Fahrzeug aufwärmt und erhitzt. Im Bodenbereich haben wir die Fußbodenheizung. Über diese Röhrchen und ein drüberliegendes Blech verteilt sich das auch gleichmäßig im ganzen Fahrzeug. Fahrer und Beifahrer haben wir eine wassergeführte Masse, auch mit der Aldeheizung verbunden. Im Fahrerhaus selbst ist serienmäßig eine Webasto-Standheizung, Dieselheizung also. Und wir haben einen Wärmetauscher eingebaut, dass sie auch während der Fahrt heizen können. Da das Kühlwasser geht dann mit in das alte Kreislaufsystem hinein. Und ganz dadurch durch die Konvektoren und Umwälzpumpe ins ganze Auto. Da wir eine extrem gute Schall- und wärmedämmende Isolierung haben, braucht man wenig Energie im Sommer wie im Winter, weder zum Kühlen noch zum Heizen. Die Fahrzeuge sind zertifiziert bis minus 50 Grad, die kommen in die Kältekammer. Und im Plusbereich sind wir auch bei 50 Grad. Also dieses ganze Spektrum ist eigentlich abgedeckt bei Kabel. So, und in den nordischen Ländern sehen wir an jeder Ecke ein Kabel. Und wir sind dabei, hier den deutschen Markt zu erobern. Das passt. Ja, so viel zum Schnittmodell. Ja, alles andere muss man dann im Fahrzeug erleben. Und ich empfehle mal, sich da reinzusetzen, die Tür zuzumachen, um diese Akustik zu erleben. Es ist sofort Ruhe im Fahrzeug und ein angenehmes Akustikklima. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal versuchen zu genießen, wenn einer Ihrer Kollegen wieder Zeit hat. Gut. Und dann darf ich mich erstmal herzlich bedanken, dass Sie uns das einmal ausgiebig erklärt haben. Und was mich also hier auch sehr beeindruckt hat, ist dieses Metallprofil, was einen auch davor schützt, dass irgendwelche Äste, wenn man wirklich mal Pech hat, einem den Aufbau zerkratzen. Ja. Wenn das Kunststoff ist oder eben GFK ist, dann habe ich da schon mal einen dicken Schramm drin. Ne? Das ist dann natürlich hier, gerade diese Ecke ist ja neuralgisch. Ne? Das und durch diese Bedruckung des Fahrzeugs, die hält ja ein Leben lang, die ist lichtecht. Das verblasst nicht und ich habe keine Folie drauf, kann man auch nicht abknibbeln oder sonst was mitmachen. Ne? Also viel langlebiger und dadurch auch UV-farbecht. Natürlich. Und faltet sich nicht, wenn man, das hat man ja auch, dann diese Ablösung bei großer Hitze, dass dann Blasen schlägt und so weiter. Das wird dann also, das wird wahrscheinlich so gemacht, dass wenn die Wände durch die CNC gegangen sind, wird das dann gleich danach gedruckt. Bedruckt. Gedruckt. Druckverfahren. Ja, genau. Also wenn es durch der CNC-Fräse das ganze, die zweite Wand gefräst worden ist, wird danach gedruckt. Richtig. Und dann erst zusammengefügt alles. Ja. Hochspannend. Hochspannend, interessant. Ja. Und Sie produzieren ausschließlich in Schweden in einem Standort? Ja. Damit haben Sie die gesamte Qualitätskontrolle an einem Ort. Wir machen seit 65 Jahren
Fahrzeuge. Ja. Und seit 1989 sind wir im Reisemobilmarkt tätig. Die Verteilung ist ungefähr 1200 Wohnwagen im Jahr und 800 Reisemobile, aber europaweit. Und davon kommt ein kleiner Teil hier nach Deutschland. Und wir haben hier auf dem Gebrauchtwagenmarkt so gut wie keinen Kabel zu finden. Richtig. Wer einen hat, der kann froh sein. Nicht mehr ab. Ja, glaube ich. So ungefähr ist es. Ja, die halten ja auch langlebig. Also es lohnt sich, in diese Richtung zu gucken, wenn man über Kabel spricht. Aber man muss den Preis erklären. Viele Kunden gehen vorbei und sagen, oh, der ist teuer und so. Das stimmt nicht, weil es ist ja kein Blender, wo sie alles dazu kaufen müssen oder Zwangspakete haben. Sie haben wenige Optionen, die sie noch zusteuern können und die dann vom Geschmack abhängen. Das heißt, man hat eigentlich schon fast Vollausstattungsgrundpaket. Fast Vollausstattung. Und dann relativiert sich natürlich der Preis. Ne? Wir haben grundsätzlich Baum auf Mercedes, Vollausstattung, 170 PS mit der 9-Gang-Wandlerautomatik von ZF. Also das passt schon. Und seitdem wir das machen, wir haben früher auch auf Fiat gebaut, wir bauen jetzt nur auf Mercedes, sind die Stückzahlen, die verkauften Stückzahlen deutlich gestiegen. Okay. Der Kunde will das haben in Verbindung mit dem Kabelaufbau. Wie sieht das bezüglich Vernetzung aus Ihres Fahrzeuges? Kann man über ein Handy steuern? Wir haben an Bord, das ist auch einzigartig, mit Dometic eine Zusammenarbeit. Sie haben ein Panel im Bussystem. Wir haben 5 einzelne Stellen im Fahrzeug, die mit dem Bus kommunizieren. Das erleichtert uns auch einen nachträglichen Einbau und ein Anlernen von zusätzlichen Geräten. Sie können alles über dieses Panel steuern und darüber hinaus natürlich über den serienmäßigen Router auch mit Ihrem Handy. Das nennt sich Smart D. Das können Sie haben. Die 36 Monate sind kostenlos, die werden von Kabel übernommen. Sie brauchen natürlich dann eine Mobilfunkkarte. Ja, gut. Neu ist ein Zusatz, die Smart Level. Da können Sie auch übers Handy alle Flüssigkeitsstände abfragen und sogar die Schräglage des Fahrzeugs. Und das ist alles schon serienmäßig drin? Nee, das ist Zubehör. Okay. Das ist optional. Das braucht nicht jeder, ob Sie mit dem Handy die Flüssigkeitsstände abfragen oder Gasstand oder Dieselstand, das muss man nicht haben. Aber, ist aber wir haben eine Antenne drin als Zubehör, damit sie eine Reichweitenverlängerung haben. Und so erübrigt sich auch bei vielen die Satellitenschüssel. Dann nehmen wir Smart TV und haben Internetfernsehen. Ist ja der Trend, dass die Schüsseln so langsam verschwinden. Das ist langsam vorbei. Ja. Gestern sagte ein Kunde, mir ist die Schüssel weggeflogen im Sturm, abgerissen. Hat man nicht. Wenn Sie mit der Schüssel unter dem Baum stehen, haben Sie eine Abschattung, funktioniert auch nicht. Genau. Wir bieten bei Kabel auch die Verbrennertoilette an, die Cinderella. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ne? Geht's auch. Kann ich also, brauche ich nicht alles nachrüsten, sogar direkt ab Werk bestellen. Direkt ab Werk. Ja. Ist nicht ganz preiswert, aber hat ja durchaus ihren Sinn. Ne? Kommt aus dem Pharmaziebereich. Rein, groß und klein. Und wird mit 800 Grad verbrannt. Das sind dann 110 Gramm Gas pro Spülvorgang oder Heizvorgang, die Sie brauchen. Ne? Dann bleibt nach 4 Wochen Tütchen Asche übrig. Also keine Kassette, die man mehr schleppt. Bioasche, können Sie Blumen mitfüttern oder sonst was. Ne? Ja, und natürlich. Nee, das ist, in der Preisklasse haben wir das fast jedes Mal mitverkauft. Weil die Leute sagen, Mensch, endlich mal eine gute Idee. Ja, man rollt keine Kassette mehr durch die Gegend. Ja. Der Verbrauch ist dann 110 Gramm. Pro Spülvorgang, und wenn Sie es hochrechnen auf eine Gasflasche, dann kommt man 80 Spülvorgänge kommt man dann mit aus. Das passt. Und für die Isolierung haben Sie, wenn Sie auf die Tedford-Seite gehen, dann haben Sie einen Energieverbrauch von so einem Fahrzeug. Der braucht ungefähr 400 Gramm pro Tag im Gasbetrieb. Das heißt, wir haben dann 54 Tage können wir heizen mit 2 Gasflaschen. Und das gegenüber einer Elektroheizung, die braucht mit dem Heizstab 250 Watt. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Wenn Sie da einen teuren Campingplatzstrom gehen, sollten Sie lieber mit Gas heizen. Stimmt. Passt. Weil die Isolierung lässt es zu, dass Sie noch sparsamer mitarbeiten können. Also 400 Gramm pro Tag, das ist minimal. Das können Sie auf der Tedford-Seite nachlesen. Ja. Das ist der Energieverbrauch. Und dann relativiert sich nämlich auch der ganze Preis. Wenn man das dann über die Jahre an Folgekosten mitrechnet. Ja. Und die Gaspreise sind ja auch explodiert. Ja, und werden ja auch nicht billiger. Nee, und Strom wird auch nicht billiger, definitiv nicht. Denn an Campingplätzen zahlt man mit einer Kilowattstunde teilweise schon 90 Cent. Ganz das ist teilweise schon üblich. Oder ein Euro, weil es leichter ist mit den Automaten. 250 Watt in der Stunde, der zieht richtig fast weg. Ne? Ja, das ist so ein kleiner Abriss von so Besonderheiten des Kabel. Und wenn Sie mal ins Fahrzeug gehen und so einzelne Sachen betrachten. Man muss nur mal die Scharniere hier begucken, wo sie sich umdrehen können, was das massive Aufbauten sind. Es lohnt sich. Die kriegen viel für ihr Geld.
Also? Wunderbar. Also mal anschauen. Ja, gut. Wir gucken auf jeden Fall gleich mal rein, wenn irgendwo ein Auto ein bisschen leerer geworden ist, dass wir vielleicht die Chance haben. Erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns genommen haben. Gerne. Und dann gucken wir mal. Danke. Prima. Bis dann. Tschüss. So, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir einmal in den Kabel TM Imperial E860 LQB rein. Das ist ein Dreiachsfahrzeug, ein voll integriertes Fahrzeug. Und man erlebt ein absolut schönes Interieur von der Farbabstimmung in schönen, weichen Tönen. Überall indirekte Beleuchtung in den Fächern, an den ganzen Dachelementen. Überall alles schön hinterleuchtet. Natürlich Holz, echt Holz. Auch die Kanten sind anders eingefasst. Das ist keine Folie, sondern das ist ein Formmaterial, was durch Erhitzung natürlich eingeklebt wird, aber längst nicht mehr so ausfranst, wie das bei anderen Hölzern man sonst kennen würde. Natürlich spricht man hier auch über Echtleder und nicht über irgendwie Kunstleder. Man spricht hier über einen hochwertigen Boden, in dem sich eine Fußbodenheizung verbindet, die mit einer Alder gekoppelt wird. Und natürlich auch hier, wenn man die Schubladenelemente sieht, das ist alles nicht nur geklebt oder gefalzt, sondern auch verschraubt. Also auch hier die Griffe, vernünftige Verschraubung, Metallgriffe, die nicht abreißen können. Das ist natürlich in diesem Qualitätssegment Standard. Vernünftige Schienenführung, viel Platz, gleich Mülltrennung. Hier oben wird wahrscheinlich die Gashähne sein, tippe ich mal drauf. Es muss irgendwie, keine Ahnung, muss irgendwie ein Druckfunktion sein. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sehen. Lassen wir einfach sein. Dann haben wir hier nochmal eine riesige Klappe, wenn du mal rumkommst. Und dann haben wir hier eine riesige Klappe nochmal. Drücken und dann hat man hier nochmal ein Board für Töpfe hier unten. Ah ne, gar nicht mal. Das sind nur für Flaschen, Regale, irgendwie Gewürze oder Zutaten, irgendwie Zucker und so weiter. Und da sind die Hähne. Natürlich die Abschalthähne natürlich, ne? Für die Alde, für den Kühlschrank und für die Kochstelle. Und hier wieder auch Schubladen für, ja, was man sonst so braucht, Besteck irgendwie, ne, und größere Utensilien irgendwie, was man eben alles in der Küche braucht, aber von den Stauraumflächen reicht das immer dicke aus. Kochfeld, Gas, wie gehabt, drei Flammen. Natürlich mit Piezo-Zündersystem, das ist Standard. Aber auch schön rausnehmen, weil es ein großes Gitter. Wenn man das rausnimmt, kann man das vernünftig pflegen. Man hat nirgendwo irgendwie Dreckecken. Das ist natürlich sehr schön und komfortabel. Auch hier wieder die Hinterbeleuchtung, aber auch hier eine gut zu pflegende Oberfläche gegen Spritzrückstände, die hier irgendwie entstehen können. Auch hier, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwo sein Material verschmutzt. Natürlich Fliegengitter, ist klar, Plissé, wobei wir ja feststellen konnten aus der Außenansicht, dass hier außen eine silberreflektierende Oberfläche existiert, die also die Wärme direkt rückreflektiert, sodass das nicht durch das Fenster, durchs Plissé eine Zwischenaufwärmung zwischen Plissé und Glasscheibe gibt. Wie bei so einer Rettungsdecke. Genau, so und natürlich hier wieder ein großes Becken mit einem kleinen Überlauf, da kann man vielleicht auch die Seife reintun oder irgendwas, dass das direkt abläuft, hier nicht reinläuft. Und den flexiblen Wasserhahn. Oder ist das Design? Scheint Design? Nee, doch. Schlauch dran. Es ist ein flexibler Wasserhahn, wird nur eben so reingesteckt. Das sind hochwertige Armaturen, das ist irgendwie so ein Billigkram, das ist Metall. Also da hat man einfach einen anderen Qualitätsstandard, auch hier bezüglich der Dichtung. Das ist, ich vermute mal hier Korian. Von der Oberfläche fühlt sich das auf jeden Fall so an, wie das Korean wäre. So, dann haben wir hier oben die Schränke, auch überall natürlich gegen Rausfallen gesichert, höhlenverstellbar durch die Bohrung, Vorbohrung. Man kann also das hier in der Höhe flexibel gestalten. Auch eben hier alles mit Verriegelung natürlich. Ne? Auch hier nochmal ein großer Schrank. Hier passt nochmal ein Regalboden rein, der ist rausgenommen worden. Wahrscheinlich hat da irgendwas Größeres drin gestanden. Hier scheint aber nochmal eine Belüftung zu sein auf dieser Seite. Wozu sind eigentlich oben diese Löcher? Welche Löcher? Oben. Hier oben? Ja. Das dürften Leuchten sein. Meinst du? Ich vermute. Doch, hier sind das. Guck mal hier. Hier sind sie an. Ah ja, okay. Das sind Leuchten. Ja.
Hier haben wir ein Glasregal, alles natürlich schleuder- und ruckelsicher. Da brauchen wir auch nicht irgendwelche Anti-Rutschmatten drunter zu legen. Hier für Whisky-Gläser oder Saftgläser. Hier oben für Sekttulpen. Hier vorne ist dann die Fixierung für den Glaskörper. Und hier oben wird dann eben der Fußbereich sein und die Tulpe hängt nach unten. Aber wie gesagt, da fahren 4 Gläser rein und wenn man da voll brennt, fällt da auch nichts raus. Und sieht natürlich auch schön aus, wenn das innen beleuchtet, abends beleuchtet ist, wenn das Kristallglas reflektiert, das Licht bricht. Hier oben natürlich auch wieder große Schränke per Soft Close und einfach nur per Druck zu betätigen. Schöne Gardinen zu den Plissés, zu den Moskitonetz. Und die Fenster sind dreifach verriegelt. Hat natürlich alles einen wertigen Eindruck und stoffbezogen alles. Das heißt, akustische Dämmung und auch eine gewisse Feuchtigkeitsabsorption. Wobei zu bedenken ist, dass die gesamten Möbel hinterlüftet sind. Überall sind Luftschlitze, dass die Wärme von der Alde durch die Konvektoren hinter den Möbeln durchzieht, hier raus durchzieht, überall durchzieht, dass man nie das kalte Kältestrahlungsgefühl von den Wänden hat, wenn man in der kälteren Region Europas sich befindet, in der Schweiz oder in Norwegen. Man muss auch bedenken, dass diese Fahrzeuge bis minus 50 Grad zertifiziert sind. Also die kommen in Kältekammern und werden getestet innen auf 22, 23 Grad beheizt bei Minustemperaturen von 50 Grad. Und das müssen die Fahrzeuge überall im Fahrzeug bewältigen. Vorher kriegen die einfach nicht die Freigabe, Qualitätsfreigabe. Das ist also schon ein Standard, den kaum ein anderer Anbieter außer den Nobel Großmobilen anbieten kann. So, hier haben wir, alle Fahrzeuge werden bei Kabe auf Mercedes aufgebaut. Also die neuen Displays, Digital-Displays sind hier Standard. Das Mercedes-übliche Kommunikationssystem. MBUX. Das MBUX, genau. Die Sitze sind natürlich drehbar, wie gehabt. Gut, diese ganzen Getränkehalter, das ist ja Standard heutzutage, hat man überall hier oben auch nochmal, da nochmal die HiFi-Anlage so angebracht, dass die akustisch optimal ist. Zu bedenken ist auch, dass die ganzen Scheiben hier, Fenster, keine normalen Fahrzeugscheiben sind, sondern die sind wärmeisoliert. Und auch die Innenräume in den Türen, auch bei den Teilintegrierten, sind ausgeschäumt, die Holme, und man hat hinter noch Hinterdämmungen. Das heißt, man hat hier nicht diese Kälte. Also wie gesagt, man hat die Türen innen isoliert. So hat man nie die Kältestrahlung von den Seiten an die Beine oder an die Nieren. Das ist alles extrem gut gedämmt. Und hier hat man nochmal Wärmeaustritte von den Konvektoren, damit die Wärme auch vorne an der Scheibe hochgeht. Hier oben dann nochmal ein Rollo-System und hier vorne nochmal Sonnenblenden, die man dann individuell runterlassen kann, wenn einer irgendwie die Sonne blendet. Das wird natürlich elektrisch betrieben. So ist man dann von der Außenwelt isoliert und hört nichts mehr. Wenn man die Türen zumacht, ist man von außen komplett akustisch isoliert. Das haben wir auch mal kurzfristig einmal genießen können. Diese Aussage, die man in der Werbung tätigt, ist wirklich nachvollziehbar und empfindet man selber, wenn man im Auto drin sitzt. Freisprecheinrichtungsmikrofone, also ist hier an alles gedacht. Alles schön glatt zu pflegen. Ne? Überall sind noch, hier sind noch Staufächer, hier ist noch mal ein Staufach, so für Brillen, USB-Anschlüsse, ne? Zum Laden der Handys. Also hier schnell mal die Sonnenbrille reinzulegen, das ist alles gar kein Problem. Das ist alles Leder hier, ne? Abgesetzt, schön. Das ist nicht also billiges Kunststoff hier auf diesen Seiten. Hier, das ist gut, das ist Kunststoff, das ist das Original-Cockpit vom Mercedes. Ne? Also bis hierhin, hier hat man beledert, aber das ist so das Original-Cockpit, was man einbaut. Und dann baut man das Fahrzeug, den Integrierten, da drumherum. Das ist dann die Verbreiterung des Fahrzeuges, was außerhalb der Lieferwagenbreite hinzukommt auf beiden Seiten. Dieses Element hier, dieses Stück. So, dann sind wir im vorderen Bereich fertig. Auch hier auch das Bedenken, ne? Hier die schönen Fächer, alles beleuchtet hier oben. Ne? Hier mit Netzen nochmal besichert, wenn man eben um die Kurve fährt, dass einem nichts hier aufs Haupt fällt. Hier die schönen kleinen LED-Leuchten, die stoffbespannt. Nein, das ist Leder, ne? Fühlt sich wie Leder an. Alcantara könnte es sein. Ja? Ist Alcantara. Steckdosen, überall Steckdosen, hier Steckdosen, da Steckdosen. Also hier nochmal ein Soundsystem in diese Richtung. Hier vorne nochmal Wärmeaustritte, Konvektoren von der Alde. Tisch natürlich drehbar, verschiebbar in alle Richtungen, klar, Standard. Hier kann man locker mit 5, 6, 7 Personen sitzen. Die beiden Sitze kann man drehen, also zur Not würden sogar 8 Personen gehen. Diese beiden Sitze sind begurtet, also für 2 Personen hier hinten und für 2 Personen hier vorne ausgelegt. Hier oben ist das Hubbett drüber. Das
weiß ich jetzt nicht, wie es betätigt wird. Ich schätze mal elektrisch, aber ich vermute mal, dass das verriegelt ist wegen der Zuschauer, damit da nicht irgendwie Fehlbedienungen betrieben werden. Hier auch wieder kleine Regale überall. Dann haben wir für Schlüssel und Co. kleine Regale. Hier nochmal ein großer Schrank, wo dann das alte Ausgleichsgefäß drin ist. Und die alte Steuerung sitzt auch hier hinten in dem Schrank drin. Das finde ich ja ganz interessant nochmal. Wahrscheinlich ein redundantes Bedienungsfeld. Und hier unten sitzen die Umwälzpumpen. Wenn da mal was irgendwie defekt sein sollte, kommt man hier ganz schnell an die Umwälzpumpen dran. Das ist natürlich eine sehr schlaue Lösung, eine Entlüftung der Alde. Also man kommt überall servicemäßig ganz schnell an die Komponenten dran, wenn man was sein sollte. Man muss nicht irgendwo da groß rumschrauben. So, dann haben wir den berühmten Tech Tower von Dometic in beide Richtungen zu öffnen. Kühlschrank unten, Eisfach oben. Wie gehabt, haben ja sehr viele. Und dann natürlich hier oben dann nochmal den Backofen, den wir so öffnen müssen. Also für die Brötchen morgens, für die Pizza zum Aufwärmen vielleicht nochmal oder gerade, ist das natürlich nochmal schnell nochmal eine schöne Gelegenheit, das Fahrzeug zu nutzen, um einen Backofen zu haben. So, dann gehen wir weiter. Wenn wir, kommen wir in den Duschbereich rein. Also alles über einen Abfluss, hier mit Abflussrinnen, damit das Wasser sich nicht irgendwo sammelt. Und die ganze Anlage ist so angebracht, dass hier auch nirgendwo Wasser eintreten kann. Das ist alles sauber mit Silikonfugen abgedichtet rundherum. Man hat auch nicht irgendwelche Unebenheiten bis auf diese eine Stufe. Aber keine Moten, keine Radgehäuse, die irgendwie einen dazu verleiten, dass man mit dem Fuß schräg stehen muss. Von der Höhe her 1,78 bin ich, also ich denke mal knapp 1,90 dürfte man hier reinkriegen. Man hat zwar keine Regendusche, aber oben wichtig auch nochmal eine Entlüftung, dass die Feuchtigkeit gleich nach oben weg kann. Und sonst eben der ganz normale Duschkopf. Klingt nach Glas, vermute ich mal sogar. Ich bin mir nicht so sicher. Das könnte Glas sein. Ja. Siehst du hier oben eine Reflexion? Ja, ja, ist Glas wohl, ja, genau. Und ja, gut, dann haben wir hier ein Queensbett. Von beiden Seiten hat man erstmal Nachttische, auch Stromanschlüsse auf beiden Seiten. Hier oben nochmal Schränke mit Kleiderstange. Nochmal ein Seitenablagefach. Ich weiß nicht, ob du kannst, ich gehe mal da weg, dass du das sehen kannst. Das sieht man, aber. Na, das ist nochmal ein Seitenablagefach. Und da sieht man überall die Aussparung an den Wänden. Da sieht man wieder, wo die Wärme durchkommt von der Alde. Ne? Also hinten überall im Schrank auch überall, dass die Wärme überall durchziehen kann hinter den Möbeln. Auch hier sieht man das wieder, diese Aussparung. Da kommt überall die Wärme durch. Das ist rundherum im Auto so konfektioniert. Hier oben natürlich auch wieder Schränke, die Heckseite, überall Beleuchtung, überall Anschlüsse für die Handyversorgung. Nochmal ein Seitenablagefach hier vorne, unten, auf beiden Seiten. Und Stereoanlage, unten drunter Lautsprecher. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr gemütlich gemacht. Da oben, kann auch ein Fernseher hängen? Da kann auch ein Fernseher hängen. Der wird mit einer Schiene hier oder umgeklappt bis hierhin, dass man also beide symmetrisch gucken können. Oben nochmal eine Lüfteranlage drin. Mal hier eine Zwangsentlüftung, hier ist nochmal eine zusätzliche Lüftung drin. Beides von Dometic. So, sehr, sehr Badezimmer. Schön. So, hier die Klimaanlage hier oben. Ist auch eine Dometic. Badezimmer. Aber was man unbedingt noch bedenken muss, eben, dass diese enormen Isolierungswerte so eine kleine Klimaanlage reicht. So, ich bin jetzt mal draußen, dass du einmal reinfilmen kannst. Also wie gesagt, man kann diesen Fahrzeugteil abteilen, dass man eben seine Ruhe hat, wenn vorne man sich noch hinsetzt oder Gäste hat oder irgendeiner gerade mal schnell verschwinden möchte. Dann ist man hier schön für sich alleine und man hat auch keine Durchblickmöglichkeiten oben drüber. Und akustisch denke ich mal, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, ist das auch, glaube ich, ziemlich gut isoliert. Hier ist noch eine weitere Tür. So wie es aussieht. Okay. Nee, das ist keine Tür, das ist ein Vorhang. Ah, okay. Das ist einfach so ein Faltvorhang.
Okay, aber das reicht ja auch, um zu separieren. Ja. Gut. Und was uns gesagt wurde, ist eben, dass man auch hier Toiletten bekommen, man Verbrennertoiletten bekommen hat, wo nur noch ein Häufchen Asche überbleibt. Diese Möglichkeiten bestehen, dass man die direkt ab Werk bestellt. Ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Genau. Ja. Hast du die Schubladen unter dem Bett schon gesehen? Die großen Schubladen nochmal da unten? Also überall nochmal dieser Raum ist nochmal genutzt, dass man Wäsche unterbringen kann. Und die sehr leicht zu. Sehr leicht zugänglich, ne? Und groß, da gehen dann gut gefaltete Oberhemden rein. Dürfte kein Problem sein, da genug Wäsche unterzubringen. Gut, ich würde sagen, dann verlassen wir mal schnell das Auto, weil es sind so viele Zuschauer da, die das sich ansehen wollen. Und ich denke mal, wir wollen die anderen auch nicht abhalten. Das war es erstmal gewesen von diesem Auto. Jetzt gucken wir mal weiter.